Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-keller.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über Analytics Conversion geschrieben, welches er mit 4,0 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. In dem Online-Training Conversion Analytics lernt man den professionellen Umgang mit Google Analytics und dem Conversion Tracking. Mit diesem Wissen erkennt man, welche Traffic-Quellen und welche Werbemittel am besten funktionieren, also was am meisten erreicht. Es heißt hier, nur wenn Sie genau analysieren können, welche Werbestrategien die meisten Verkäufe generieren, können Sie Ihr Werbebudget effektiv einsetzen. An dem Kurs haben Sam Henney und Pascal Schildknecht zusammengearbeitet. Pascal Schildknecht ist vor allem in der Beratung von Unternehmen hinsichtlich Suchmaschinenoptimierung, Online-Marketing und Social Media tätig. Ansonsten ist er auch ab und zu als Redner auf diversen Konferenzen und Vorträgen unterwegs und vertreibt über das Internet seine eigenen digitalen Produkte im Bereich Suchmaschinenoptimierung und Videomarketing. Eines davon ist zum Beispiel AdTraffic 8.2. Sam Henney ist Gründer und CEO von der Swiss Made Marketing GmbH, eine Firma, die unterschiedliche Internet-Marketing-Tools an Geschäftsführer weltweit bringt. Das sind Tools, die sich zum einen mit dem Ranking auf YouTube beschäftigen oder auch Tools, die bei der Keyword-Recherche behilflich sind. Swiss Made Marketing ist Sam Hennys Vollzeitprojekt und unter diesem Namen ist auch Conversion Analytics entstanden, ebenfalls in Kooperation mit Schildknecht. Man kann noch so viel Traffic, Besucher auf seiner Seite, Blog, Shop oder sonstigen haben, aber wenn diese sich nur die Seite anschauen und nichts hinterlassen, dann ist es für den Unternehmer beinahe wertlos. Als Shopbetreiber hofft man natürlich darauf, dass die Leute etwas kaufen, dass der Interessent also zum Kunden wird. Genau das beschreibt die Conversion Rate, die Änderung des Status von Interessenten zu Kunden. Die Definition von Conversion hängt vom eigenen Ziel ab. Wenn man möchte, dass jemand etwas kauft, dann wäre das Beispiel, was gebracht wurde, zutreffend. Conversions kann auch bedeuten, dass jemand sich für den Newsletter eingeschrieben hat. Eine Conversion Rate ist also ein Indikator für die Effizienz von einer Webseite, einem Online-Shop, einem Blog, einer Werbekampagne oder von Werbebannern. Eine Conversion Rate richtet sich nach dem Internetauftritt, das heißt, wie kommt die Homepage bei der Masse oder der Zielgruppe an? Sind die präsentierten Inhalte sinnvoll und haben sie Mehrwert? Ist der Aufenthalt benutzerfreundlich und so weiter? In diesem Online-Kurs geht es eben genau darum, zu lernen, wie man Conversion Rate-Raten ganz genau bestimmen kann. Hier einmal im Detail, was von Conversion Analytics abgedeckt wird. Werbemittel-Tracking-URL. Hier geht es um einen kostenlosen URL-Generator, mit dem man Tracking-URLs erstellen kann. So kann man eben genau einsehen, über welches konkrete Werbemittel wie viele Besucher auf der Zielseite, also Homepage, Blog, Shop und so weiter, gelandet sind. Solche Tracking-URLs kann man für Banner, Textanzeigen, Newsletter-Links, Website-Links oder YouTube-Videos erstellen. Ziele erstellen. Man lernt hier fest definierte Ziele zu erstellen, die einem dabei helfen sollen, den Erfolg zu überprüfen und gegebenenfalls auch zu optimieren. Im besonderen Fokus stehen hier Membership-Seiten, Online-Shops, Landing-Pages und Affiliate-Seiten. Conversion-Tracking. Mit dem Conversion-Tracking kann man dann ein einfaches Ziel oder mehrere Ziele gleichzeitig analysieren. Bei einem einfachen Ziel erkennt man beispielsweise, über welches Werbemittel jemand bei Ihnen etwas gekauft hat und auf der Danke-Seite gelandet ist. Bei zwei Zielen kann man sehen, über welches Werbemittel jemand auf der Startseite und dann auf die Danke-Seite gekommen ist. All dies Wissen kann man so nutzen, dass man die Seite perfekt auf die Zielgruppe ausrichtet. Dafür verzichtet man eventuell auf bestimmte Schritte oder man fügt sie hinzu, abhängig davon, was eben die stärksten Umsätze einfährt. Conversion-Trichter oder Funnel. Der Trichter dient als Visualisierung für den Prozess. Wie viele Besucher sind bei mir angekommen und wie viele haben etwas gekauft oder sich in den Newsletter eingetragen? Nutzerfluss. Wie verhält sich ein Nutzer auf meiner Homepage? Aus welchem Land kommen die Besucher? Aus welcher Quelle stammen sie? Im Nutzerfluss kann man seine Besucher nach verschiedenen Kategorien sortieren lassen, um sich eine bessere Übersicht zu verschaffen. Es dient als generelle Darstellung für das Nutzerverhalten und die Conversion aller Quellen und Werbemittel. Conversion Test Center. Im Conversion Test Center werden jeden Monat neue Werbemöglichkeiten ausprobiert und anschließend vorgestellt. Das heißt, in diesem Bereich findet man die Videos dazu, wo unter anderem die Werbung auch mit Google Analytics Conversion Tracking analysiert und kommentiert wird. Was kostet Analytics Conversion? Den Zugriff auf all die Tools und die Anleitungen im Videoformat erhält man für 187 Euro. Zurzeit gibt es 20% Rabatt, sodass man auf 187 Euro kommen könnte. Vertrieben wird über Digitos Store 24, wo man mit der klassischen Banküberweisung, PayPal, Kreditkarte, Sofortüberweisung oder Rechnung bezahlen kann.
persönliche Erfahrungen mit Analytics Conversion. Was mir sehr gut an dem Kurs Analytics Conversion gefällt, ist die Nähe zwischen Lehre und Anwendung. Das heißt, die Tools werden vorgestellt und bereitgestellt und auch im Umgang erklärt. Man sieht dabei immer den Desktop des Lehrers, sodass man dies perfekt von zu Hause aus am eigenen Rechner wiederholen kann. Es ist eine schöne Einleitung in die Welt der Google Analytics, egal ob Anfänger oder alter Hase. Hier kann jeder lernen und neue Tools kennenlernen. Den Preis finde ich übrigens absolut in Ordnung, wenn ich bedenke, was sonst auf dem Markt ist, wo man für weniger Qualität schon das Doppelte zahlen muss. Wenn man das Wissen, was man bekommt, auch wirklich in die Tat umsetzt, kann einen das extrem weiterbringen. Man weiß, welche Kampagnen man wiederholt und welche man lieber völlig einstellen sollte. Man erkennt, welche Werbemittel effizient sind und welche man lieber ausschalten sollte. Das heißt, man kann Geld sparen und es an richtiger Stelle stärker einsetzen für den größeren Effekt, der letztlich hoffentlich in mehr Umsatz resultiert. Also Empfehlung für alle, die sich gerade in das Thema Google Analytics nähern und für die, die von sich glauben, noch etwas Nachhilfe zu brauchen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.